Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit Hot Wheels Unleashed. Und zwar fahre ich jetzt ein Rennen. Ich hoffe, dass ich die 3 Runden durchbekomme und als erstes ins Ziel fahre. Und danach würde ich noch gern Kiste öffnen. So, schlecht weggekommen, aber bin wieder dabei. So, jetzt komme ich, jetzt komme ich sehr gut vor. Jetzt bin ich auf dem 4. Platz. 2. Platz. Ich glaube, das Rennen sieht gar nicht so schlecht aus. So, was ist jetzt hier? Sonne. Oh, hier muss ich ja fliegen. Aber souverän. Ah, das war klar. So schnell wird man wieder auf den letzten Platz gesetzt. Aber das sollte ich halt auch wissen, dass man da runterspringen muss und dann gleich in die Kurve kommt. Weil je nachdem muss dann ja natürlich auch springen. Ja, genau. Ja, was ist auch heute los? Ich bekomme das Springen nicht hin, ich bekomme die Kurve nicht hin. Oh Mann. Hier Nitro alles mitnehmen. Aber hier bin ich schon wieder hinter dran. Jetzt gehen wir in die 2. Runde. Also bis jetzt ist noch nichts verloren, weil wenn 3 Runden, es kann alles passieren. Das hat man im letzten Hot Wheels Video gesehen. Du kannst selbst 2. werden, obwohl es bloß 10 Meter bis zum Ziel sind. So, hier Springer. Und dann gleich so schräg springen, dass du gleich in der Drift übergehst. Bin ich 5. 4. 3. Also das funktioniert schon gut. Jetzt ist bloß die, jawohl, ja, sehr gut. Aber er hat mich bloß gerettet, weil ich gegen ihn gefahren bin. Sonst wäre ich schon wieder komplett abgedriftet. Aber so kann ich schon wieder Erster sein. Wäre jetzt das Ziel, wäre es nicht schlecht, aber wir sind jetzt erst in der 3. Runde. Das heißt, safe bin ich noch nicht. Kann noch alles passieren. Aber das hoffen wir ja nicht, weil jetzt fahre ich schon wieder Blödsinn zusammen. So, jetzt kommt hier den Sprung. So, ein wenig leicht schräg. So, hier schnell Nitro, nehme alles was geht. Die Nitro-Dinger auch immer mitnehmen. So, jetzt kommt meine Kurve. Sogar noch sehr gut gerettet. Aber hätte ich da jetzt nicht gebremst, wäre ich auch wieder weiter gedriftet. Das wäre auch wieder kacke gewesen. Aber so, ja, easy, easy. So komme ich als Erster durchs Ziel. Obwohl es echt kacke ausgesehen hat. Aber die letzte Runde, das Ergebnis zählt. Wir sind Erster. Wir haben, was wir wollen. Und jetzt machen wir noch Kisten auf. So, wir öffnen die Kiste. Und drin ist ein Twin Meal 2014, der ist gewöhnlich. Geschwindigkeit ist er fast komplett voll. Bremskraft ist sehr, sehr schlecht, aber wir bloß einen Balker orange. Beschleunigung ist wieder so mittelmäßig gut. Und Handling ist auch fast sehr gut. Also ich sag mal so, man kann ihn mal ausprobieren, aber die Bremskraft macht mir ein bisschen Sorgen. Aber sonst Geschwindigkeit, Handling gut, Beschleunigung zwar mittel, aber normal müsste das kein Problem geben. Aber die Bremskraft, die ist sehr, sehr schlecht. So, und wir öffnen die nächste Kiste. Und drin ist ein Time-Atar-Taxi. Das Fahrzeug haben wir schon im Besitz. Also würde ich sagen, was machen wir jetzt mit dem? Geschwindigkeit ist niedrig, Bremskraft ist mittelgut, Beschleunigung ist wieder weniger, Handling ist über die Mitte. Aber ich würde sagen, da wir den eh schon im Besitz haben, wir brauchen den ja nicht zweimal. Weil wenn ich einen fahre, dann kann ich ja einen fahren. Deswegen nehme ich jetzt hier verkaufen. Zack, verbrennt er. Ich bekomme die Münzen.
Weil zwei Autos braucht man halt nicht. Das ist sinnlos. So. Und jetzt würde ich sagen, öffnen wir die nächste Kiste. Zack, was ist hier noch drin? Ein Dodge Charger. Geil, 2019, der ist selten. Geschwindigkeit ist mittel. Bremskraft ist mittel. Beschleunigung ist ein bisschen höher. Ein Balken höher als mittel. Handling ist auch mittelmäßig. Also ich würde sagen, er hat jetzt nicht die besten Werte. Ganz klar. Aber man kann ihn trotzdem mal testen. Damit würde ich es aber heute belassen. Danke fürs Zuschauen. Liken, kommentieren nicht vergessen. Die Glocke aktivieren, dass du kein Video mehr verpasst. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.